Golden strahlt die Oktobersonne durch die Fensterscheiben der Johanneskirche in Magdeburg. In ihrem Licht stehen unsere Besten, die Azubis des Jahrgangs 2024 mit den besten Prüfungsergebnissen in ihrem Ausbildungsberuf. Sie werden auch in diesem Jahr traditionell von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg geehrt. Bitte schön. Arbeiten Sie fleißig? Ist das Highlight unseres Jahres, unseres Ausbildungsjahres. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie viele junge Menschen so tolle Ergebnisse hervorbringen, was sie leisten, wie motiviert sie sind und auch wie erfolgreich sie sein können. Und das ist unsere Lieblingsveranstaltung, unser Herzstück der dualen Berufsausbildung hier im Kammerbezirk der IHK Magdeburg. Und mehr Worte finde ich dafür gar nicht. Den Ausgezeichneten ist der Stolz anzusehen. Sie sind die 70 Besten von 3060 Azubis, die in diesem Jahr ihre Prüfung abgeschlossen haben. Jonas Schumann wurde zudem eine weitere Ehre zuteil. Er schloss seine Ausbildung als Kammerbester ab. Sehr überraschend und ich bin sehr glücklich, dass das so geklappt hat. Auch Niklas Usbeck erreichte ein herausragendes Ergebnis. Als bundesbester Bergbautechnologe erhält er nicht nur die Ehrung der Kammer, er wird auch am 9. Dezember in Berlin bei der nationalen Bestenehrung ausgezeichnet. Dass die Ausbildung zu diesem guten Ergebnis führt, hat verschiedene Gründe. Aber allen Azubis gemein ist ein unterstützender Ausbildungsbetrieb. Ist ja ein recht kleines Unternehmen, dadurch immer relativ kurze Wege und das hat alles super funktioniert. Und wenn ich was hatte, dann konnte ich immer nachfragen. Also das war. Wir haben eine super Atmosphäre bei uns auf der Arbeit. Das ist alles sehr entspannt. Wenn man Probleme hat, ist immer ein Ansprechpartner vor Ort. Unter den Azubis ist auch ein freundschaftliches Verhältnis und auch in der Berufsschule, das war auch total cool. Also sind alles Freunde am Ende. Zur Freude ihrer Betriebe und der Kammer sehen sie ihre Zukunft weiter bei ihren Unternehmen. Ich will erstmal da bleiben und vielleicht später noch den Meister machen. Erfahrungen dazu gewinnen und ja, erstmal da bleiben. Ja, ich bleibe auf jeden Fall in der Firma. Ich überlege in der Zukunft vielleicht noch einen Ausbilderschein zu machen. Aber ich bleibe auf jeden Fall erstmal dort und gucke, was die Zeit so bringt. Erstmal jetzt natürlich erstmal ankommen im Beruf und nochmal Praxiserfahrungen sammeln und wo es dann noch hinführt, das sieht man dann. Ich bin schon gebunden jetzt an Standort Mosleben und da möchte ich auch gerne erstmal bleiben. Dabei helfen kann Ihnen das Weiterbildungsstipendium der IHK. Also wir haben ganz doll das Weiterbildungsstipendium beworben, weil das ist eine Möglichkeit, wirklich über 9000 Euro für die ganz individuellen, persönlichen Weiterbildungschancen zu nutzen. Und mit den Leistungen, die hier gebracht wurden in den Abschlussprüfungen, eignet sich oder ist jeder zugelassen für dieses Weiterbildungsstipendium. Und wir hoffen, dass das genutzt wird, um sich wirklich beruflich weiter zu qualifizieren. Das ist das, was ich mir wünsche, auch für die Zukunft, für die jungen Leute. Neben vielen weiteren Leistungen ist dies eine Möglichkeit, wie die IHK Magdeburg ihre Azubis würdigt und Anreize schafft, in der Region zu bleiben. Dazu gehört auch die heutige Ehrung. Also das Feedback, was ich eben erhalten habe, war großartig. Ich glaube, es ist ein ganz würdevoller Moment, hier auf der Bühne zu stehen und die Gratulation von allen entgegenzunehmen, von unserer Ministerin, von unserem Präsidenten, Hauptgeschäftsführer. Und mit so viel Aufmerksamkeit, auch medialer Aufmerksamkeit, also ich glaube, es ist ein ganz besonderer Moment für jeden Einzelnen. Und ich hoffe, dass das auch Ansporn ist für die Zukunft an den Potenzialen dran zu bleiben, weiterzumachen und hier die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu stärken. Doch nicht nur die Azubis werden ausgezeichnet. Der IHK Bildungspreis wird in diesem Jahr an 9 Ausbildungsunternehmen verliehen, die engagiert und langjährig Ressourcen investieren, um neue Fachkräfte zu fördern. Egal, welche Herausforderungen auf uns zukommen, ob es Bewerbermangel ist, die, glaube ich, alle Unternehmen spüren, oder auch die neuen Generationen neue Herausforderungen mit sich bringen, verliere ich nie die Motivation, da anzugehen und auch sich zu trauen, neue Richtungen einzuschlagen. Und natürlich freuen sich die Menschen hinter der Ausbildung über die Leistungen ihrer ehemaligen Schützlinge. Man kämpft ja quasi mit ihnen mit. Ne? Man kämpft sich durch die 3 Jahre und ist am Ende ganz stolz, bei der Freisprechung dann dazustehen und zu sehen, wie die jungen Menschen gereift sind in allen Belangen, ob in der Fachlichkeit, aber auch
in der Menschlichkeit und welche Verantwortung sie schon übernommen haben und übernehmen werden. Und das gibt mir, diese Freisprechung gibt mir immer ganz viel zurück und gibt mir ganz viel Kraft für das neue Schuljahr. Genau.